Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute geht es an die Eismaschine. Das Frozen-Joghurt-Rezept wird von vielen von euch echt favorisiert, sag ich mal. Und es wurden noch weitere Rezepte gewünscht. Und ja, ich mache den Anfang mit diesem leckeren Bananeneis. Ich hoffe, euch gefällt das Video und auch das Rezept schmeckt euch, hoffe ich natürlich. Lasst mir ein Däumchen oben da. Ich lege jetzt los und ja, mach mich hier ans Löffeln, denn sonst schmilzt das Ganze. Viel Spaß beim Video. So, ihr Lieben, ich werde die Eismasse hier im Thermomix erstmal vorbereiten. Ihr könnt das natürlich auch einfach in eine Schüssel alles packen, was ich jetzt hier reingebe und mit einem Pürierstab dann gut zerkleinern. Ich habe aber keinen Pürierstab, darum mache ich das Ganze hier im Thermomix. Zuerst brauchen wir zwei Bananen. Ich gebe die jetzt hier in grobe Stückchen. Ihr seht auch hier an der Schale, die hat schon ein paar Punkte, also gut reif und auch süß. Dazu gebe ich dann 2 Esslöffel Honig. Ihr könnt natürlich auch Zucker, Süßstoff, Stevia oder was auch immer euch beliebt nehmen, aber ich verwende gerne Honig als natürliche Süße. Und die Bananen an sich sind ja auch von Hause aus süß, wenn sie gut reif sind. Dann 100 Gramm Milch. Auch hier ist es an euch gelegen, ob ihr vielleicht auch Mandelmilch oder was auch immer für eine Milch nehmen wollt. Dazu dann noch 100 Gramm Schlagsahne. Und zum Abschluss noch ein Esslöffel Zitronensaft. Das Ganze püriere ich jetzt ungefähr 20 Sekunden auf Stufe 5 und erhöhe das dann auf Stufe 7. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr könnt natürlich jetzt vorab mal probieren. Ich denke, das reicht für ungefähr 2 Portionchen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch verdoppeln in der Menge. Ich fülle das jetzt in einen Messbecher und dann machen wir uns an die Eismaschine. Zum Eismachen verwende ich wieder die Eismaschine aus dem Lidl, die Silvercrest. Dazu gibt es auch ein Unpacking-Video und ich habe auch ein Frozen-Joghurt-Video. Verlinke ich euch hier oben mal. Mit der Maschine ist das Ganze eigentlich einfach. Ich habe die Eismasse, die wir vorhin püriert haben, hier im Messbecher. Das sind um die 400 Milliliter. Wie gesagt, ihr könnt das Rezept verdoppeln, wenn ihr mehr braucht. Bei der Maschine geht es einfach, ihr schaltet die ein. Das ist wichtig, dass sie zuerst eingeschaltet wird und dann geben wir hier durch die Öffnung die Eismasse rein. Und ich denke mal, die Masse braucht so 20 bis allerhöchstens 30 Minuten, bis sie dann fest ist. Aber das schauen wir uns jetzt gleich genau an. Also los geht's. So, nach einer halben Stunde sieht das Ganze so aus, schön cremig. Ich fülle das jetzt hier in die Gläser, dekoriere das noch mit ein paar Schokostreuseln und Bananenstücken. Ja, und dann zeige ich euch noch das Endergebnis und lasse es mir schmecken. Bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Probiert das Rezept mal aus, ich finde es super lecker. Und ja, wenn ihr noch andere Eisrezepte habt, lasst sie mir unten in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.